Eine neue Headstart-Folge, die wir heute aufnehmen dürfen. Neben mir sitzt der Chris. Ich denke, er tut sich am besten gerade schnell selber vorstellen. Wer bist du und vor allem, wieso hockst du heute bei uns auf dem Stuhl? Danke vielmals, dass ich da sein darf. Ich bin der Chris von Lucky Punch Boxing und heute erzähle ich euch ein bisschen mehr, was Lucky Punch ist, was wir machen. Und ja, bin ganz gespannt darauf mit dir, das Gespräch. Super Sache. Vielleicht fangen wir gerade schnell damit an. Wie hast du deine berufliche Karriere gestartet? Von was für einem Hintergrund kommst du genau? Ja, also es gibt eigentlich da keinen spezifischen Hintergrund. Ich habe mal verschiedene Sachen ausprobiert. Natürlich Oberstufe, Abschluss, dann in die Fitnessausbildungen. Mich hat die Start-up-Szene immer wie interessiert, so ein bisschen zu gründen, weil ich früher schon eigene Projekte angepackt habe, als Beispiel ja, Tätowierer einfliegen lassen und all meinen Fußballkollegen ein Tattoo auf den Arm verpasst und einfach immer versucht, mehr aus dem zu machen, was es schon gibt. Und irgendwann hat sich dann das so ein bisschen ergeben vom Lifestyle her, dass ich eben musikaffin bin, dass ich sportaffin bin. Boxen hat mich sehr interessiert und so ist eigentlich das nachher irgendwie entstanden. Ja, du hast schon angetönt, du, Sport hat anscheinend immer einen wichtigen Stellenwert in deinem Leben gehabt. Wie bist du es denn genau angegangen, wo du gedacht hast, ja, du musst jetzt da die Musik und den Sport irgendwie miteinander verbinden? Also Sport ist so, ich war früher Personal Trainer. Ja. Habe so eigentlich meine Brötchen verdient, würde ich mal sagen. Und Gruppentrainings, da hatte ich einfach wie das Gefühl gehabt, du kannst viel mehr Leute fitter machen und happier machen in einer Gruppe als jetzt One-to-One. Und Musik war immer schon ein wichtiger Aspekt für mich auch als Kunde, als ich in andere Kurse gegangen bin, wie motiviert dass ich bin, neben dem Trainer, der dann das Training leitet. Ja, genau. Und ich hatte das Gefühl, das kann man irgendwie noch optimal verbinden oder professionalisieren. Okay. Wann war das so weit, dass du gedacht hast, jetzt muss ich mein eigenes Ding starten? Schon früher, also Lucky Punch ist mein zweites Projekt. Das erste Projekt war eher in der Gastro, aber auch mit Healthy Food Delivery based. Und für mich war klar nach diesem Projekt, ich habe Bock auf etwas Neues. Und klar, dort hast du relativ viele Ersterfahrungen, Gründererfahrungen gerade mitnehmen können. Und es ist verglichen zum letzten Projekt viel schneller gegangen, bis wir jetzt eine gewisse Größe erreicht haben. Okay. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt, dass du beim letzten Projekt gesagt hast, jetzt ist genug, ich will etwas Neues machen? Ich habe mich selber einfach nicht mehr gesehen in den nächsten 3 bis 5 Jahren in der Gastro. Und das Gefühl gehabt, hey, jetzt wieder zurück in die Fitnessbranche, wo ich eigentlich meinen Ursprung habe und selber Personal Trainer. Back to the roots sozusagen. Genau. Wenn vielleicht mal ein bisschen weggehend vom Karriere-Schwerpunkt, sage ich jetzt mal, mehr ins Private. Wie tickt der Chris im Privatleben? Bist du auch voll der sportlich oder eher ein bisschen der Laidback-Typ? Ja, teils, teils. Also immer weniger Zeit, um leider selber so oft Sport machen wie früher. Wenn ich aber trainiere, dann auf jeden Fall Lucky Punch. Und das ist jetzt nicht Eigenwerbung, sondern ich finde einfach das Training unhöher geil, effizient und das macht Spass in diesen 45 Minuten Zeit, wo ich wirklich Zeit habe, das Maximum rauszuholen. Sonst privat, wie ticke ich? Ich bin gerne unter Leuten. Also ich bin am geselligen, ich gehe gerne auch mal in eine Bar, trinke 2, 3 Bierli oder netzwerke und tue mich sehr gerne auch kreativ ausleben. Oder? Wie lebst du kreativ aus? Kreativ, indem mich interessiert Social Media Marketing oder wie bringt man das Produkt an die Leute. Auch eben das Design, was für eine Bildsprache sie haben. Was ein Studio für eine Experience, ein Erlebnis, sorry, nicht auf Englisch, klingt halt cooler. Die Anglizismen. Was ein Studio für ein Erlebnis hergeben, wenn du reinlaufst, oder wie ist die Lichteinwirkung beim Warm-up, was passiert dann, wenn wirklich der Hauptteil im Training ist, oder dann wechseln wir auf Rot und beim Abgang ist es wieder schön hell und weiß. So ein bisschen aus dem Club. So, wenn ich es richtig rausgehöre, bist du auch einer, der eigentlich dann nie ganz abschalten kann vom Business, sondern irgendwo ist sein Privaten eigentlich am Mitschaffen. Ja, du bist unterbewusst immer am Mithirnen. Ja. Wie kannst du das Produkt noch verbessern? Und es gibt aber Zeit, wo ich tatsächlich abschalte. Das ist im Wald, oder? Wenn ich das mache, meistens mit der Familie oder mit der Mama. Wenn wir laufen gehen und sonst, wenn ich selber Musik mache. Ich habe seit 2 Jahren auch angefangen, hinter dem DJ-Pult zu stehen
Und dort habe ich gemerkt, dass ich mich nur auf den Übergang konzentrieren und so schnell. Und das tut meiner Psyche und allem sehr gut. Perfekt. Man sieht alles irgendwelche connected, aber ich glaube, sehr eine ausgeglichene Person, die ja, neben mir sitzt. Würde ich schon sagen, ja.